Herr Piwart, neuer Titel, neues Glück. Personalansätze haben wir besprochen, meine Damen und Herren. Es geht jetzt um die Aufwendung für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtung. Die geänderten Haushaltsansätze betrachten wir hier als ausreichend, um bei einer rückläufigen Zahl von Asylbewerbern auch die anfallenden Betriebsaufwendungen zu decken. Zu den erwarteten Asylbewerberzahlen, Herr Hartmann, ich hatte ausführlich vorgetragen, mache ich nie wieder. Ich möchte aber auch noch mal kurz die Zeit nutzen, um die Dimension, über die wir hier reden, Ihnen plastisch zu verdeutlichen. Im Jahr 2017 sollen für die EAS 84,7 Millionen Euro, im Jahr 2018 63,8 Millionen Euro ausgegeben werden. Wohlgemerkt, nur für den Betrieb der EAS. Weitere Millionenbeträge im Asylbereich kommen hinzu. Insgesamt sollen für Asyl und Integration, es gibt keine genauen verlässlichen Zahlen, ich sage mal pauschal, 780 Millionen Euro in 2017 und etwa 650 Millionen Euro in 2018 ausgegeben werden. Und nur zum Vergleich, in den letzten Haushaltshandlungen forderte unsere Fraktion ca. 80 Millionen Euro für zusätzliche Lehrer. Das sind Zahlengrößen. Hier hat die Regierungskoalition von Ihnen keine Zugeständnisse gemacht, aber allein das Betreiben der EAS sind Ihnen in 2015 mehr als 130 Millionen Euro wert gewesen. Nun steuert Ihre Regierung im Bereich der Schule nach. Ja, gut, aber viel zu spät. Viel zu spät auch bei der Polizei, Hartmann. Und die Nachsteuerung ist auch nicht nur zu spät, sondern sie kommt auch nicht ausreichend. Um es mit den gestrigen Worten von Herrn Panther zu sagen, es ist ein Anfang und nicht weniger, aber auch nicht mehr. Recht hat Herr Panther. Und unser gestern gestellter Antrag für eine gerechtere Bezahlung der Grundschullehrer wurde abgelegt. Nötig wären nur 81 Millionen Euro gewesen. Auch unser Antrag zur Deckelung der Elternbeiträge für Kitas auf 20% wurde abgelehnt. Nötig wären 78 Millionen Euro gewesen. Das alles sind Beiträge, die hinter den Ausgaben dieser Haushaltsposition weit zurückbleiben. Ihr Politik mit zweierlei Maß in der Flüchtlingskrise ist ganz deutlich sichtbar. Die AfD macht lediglich auf diese Bigotterie aufmerksam, meine Damen und Herren. Dafür versuchen Sie uns, Herr Hartmann, zu verteufeln. Weil Sie das aber nicht zugeben können, überschütten Sie uns mit Vorwürfen, wir seien undemokratisch, inhuman und sonst noch irgendwas. Genau. Wir sind aber lediglich diejenigen, meine Damen und Herren, die ihre Widersprüchlichkeiten aufdecken und diese auch benennen, meine Damen und Herren. Deshalb wollen wir Einsparungen in Höhe von 23,6 Millionen Euro. Und ich könnte noch mehr sagen, aber meine Redezeit für diesen Änderungsantrag nähert sich leider dem Ende. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Hartmann.